Hi, da sind wir wieder zurück in unser. Ich wollte es eigentlich blau nennen. Ich glaube, sogar im Schnitt kam das blauer rüber als normal. Das Ding ist nur. Ja, doch, so ist vielleicht besser, ohne Licht. Ich habe auch Spaß aber bei jemand anders reingekriegt gehabt und ja, es liegt mit Sicherheit daran, dass ich hier wirklich die Dings so übelst hochgehauen habe. Deswegen, ich hoffe, das ist nicht übermäßig schlimm oder das ist anguckbar. Aber es hilft mir halt ungemein. Also. Gerade bei Sachen, wenn ich jetzt irgendwas suche oder so, es ist halt wesentlich einfacher. Okay, lass uns erstmal hier unten ein bisschen. Okay, da geht's auch hoch. Ich wollte gerade sagen, hier unten ein bisschen gucken, ob ich noch was finde. Irgendwas Wichtiges. Wie das zum Beispiel. So, 23. November 1899. Zwillingskerzen, die sich nach dem Willen des Zentralheiligen winden und biegen und ihr Licht in die Ecken der Kapelle werfen. Ich dachte, Vater Jeremiah, das ist auch so ein typischer Name, oder? Wenn du irgendeinen bösen Priester oder sowas brauchst, ist es meistens Jeremiah, oder? Könnte ich das Geheimnis anvertrauen, aber es ist so wie all die anderen. Dafür ist er mit seinen Schäfchen in die Käfige gewandert. Er will zusammen mit ihnen in unsere neue Welt übertreten, sagt er. Wahrlich ein echter Schäfer. Wohnen die Kinder jetzt? Das war doch vom Tagebuch der Kinder, glaube ich. Warte mal. Okay, gut, es sind gefundene Dokumente, aber gerade sagen, wurden die von irgendeinem komischen Pedopriester verschleppt? Möglich wäre es ja. Außerdem. Hallo? Okay. Hier haben wir noch ein blaues Winterwunderland. Okay, Kerze. Vater Jeremiahs Tagebuch, 1. Oktober 1899. Früher musste ich die Erlösung selbst in ihren Leben bringen, heute aber strömen sie von selbst zu uns. Der Wärme im Winter und dem von Mandus ausgegebenen Essen zum Dank ist meine Kirche jetzt voll und meine Gemeinde gerettet. Okay, gut, vielleicht ist es doch kein Pedopriester. Er ist mitten unter ihnen und sie huldigen ihm schon fast. Er gestattet ihnen nicht, in seinen Fabriken zu arbeiten und behauptet, dass seine Arbeiter für die neuen Maschinen speziell ausgebildet worden seien und dass es unverantwortlich, nein, skrupellos wäre, solch wertvolle Leben wie die er hier sieht, aufs Spiel zu setzen. Seit Mexiko ist er ein veränderter Mann. Man kann nur lobend erwähnen, wie er angesichts einer solchen Tragödie von seinem Krankenbett aus, an das er oft gefesselt ist, eine der größten und gütigsten Wohltätigkeitsorganisationen in ganz London führt. Er ist nicht damit zufrieden, das dominierende Nahrungsmittelunternehmen Englands zu werden. Nein, er verteilt seine guten Willen, seine Nahrung an die Firmen, an die Armen, Entschuldigung, die sich in Dankbarkeit und sein Königreich versammeln. Die sich in Dankbarkeit um sein Königreich versammeln. Also, lesen ist heute auch wieder, so wieder voll meine Stärke hier. So, kann ich hier? Ja, kann ich. Okay, gebe. Halb. So, hier eben. Das wäre die andere Tür gewesen, ne? Okay. Warum auch immer? Das kann eigentlich nichts Gutes bedeuten, oder? Farben sehen halt echt schlimm aus. Es fällt mir jetzt, also gestern ist mir das gar nicht mal so aufgefallen, wo ich aufgenommen habe, aber heute. Vielleicht ein bisschen drosseln. Ich meine, ich hatte das ja schon, aber. Naja, naja. Also, wenn ihr das normal spielen wollt, sieht es mit Sicherheit besser aus. Aber halt, wenn man Ewigkeit was sucht. Okay, hier komme ich nicht durch. Wenn man Ewigkeit was sucht, ist das halt nervig. Zumindest im Let's Play. Oh. Okay, das. Ich würde sagen, das scheint nicht so richtig zu funktionieren. Und das Kohle-Ding geht auch nicht auf. Vielleicht muss ich das auch erst anzünden. Ich weiß nicht, ich gehe mal. Ich gehe mal weiter gucken. Ich glaube, wir haben ja eh noch nicht alles gesehen. Halt, was war das? Die Kerze dort. Ach.
Oh, warte mal, ich hatte ja eine Kerze in diesem komischen Vorratsraum gefunden. Momentchen. Hatten wir das schon gelesen? Ich erinnere mich, wir saßen hier ganz in Schwarz und wir trauerten und wir beteten und wir senkten unsere Häupter. Oh, wie ich Gott damals hasste, wie ich ihn verschmähte. Wenn dies unser Herr ist, dieses Schwein, das mir meine Frau gestohlen hat, dann fechte ich seine Liebe an. Ich werde für uns alle einen neuen Gott schaffen. Welch Wahnsinn, was für ein Narr ich gewesen bin. Hätte ich solche blasphemischen Delirien in mir bewahrt, ich wäre dem Untergang geweiht. Doch selbst hier fühle ich die Maschinen unter dem Steinpflaster hämmern und ich weiß, dass mein Weg auf mich wartet. Eieiei. Ich glaube, also, ich weiß nicht genau, wo der mit seiner Maschine dahin will oder was das dann genau, wie die dann genau aussieht. Hoffentlich sieht man das noch. Aber ich glaube, das ist eher so eine Rache. Es hört sich fast wie eine Rache an der ganzen Menschheit an. Und das Schöne ist natürlich, ich sehe gerade, dass die Kamera ein bisschen rumgesponnen hat. Ich hoffe, ich kriege das wieder gefixt, vernünftig. So, ein kryptischer Hinweis, irgendeine Art von Mechanismus, zweifelsfrei geheim und fürchterlich. Die fehlenden Kerzenleuchter stellt eindeutig die Antwort dar. Warum aber, das entzieht sich mir. Warum sollte jemand geheime Maschinen in einem Ort des Gebets verbergen? Warum gibt es Schleifspuren um den Altar herum, als ob jemand fortgezerrt wurde? Das ist mir noch gar nicht... Naja, so würde ich das vielleicht nicht... Kann ich den... Schieben werde ich den nicht können, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich was geändert habe, aber ich weiß, dass wir zumindest eine Kerze nehmen konnten. Okay, das geht noch nicht. Hat sich vielleicht die Ofentür geöffnet? Auch nicht. Mal gucken, vielleicht komme ich an die Kerze ja nochmal ran. Hier kann ich... Oh, warte mal. Nee, schade. Aber das war halt nur eine Kerze. Das war ja nichts anderes. Oh gut. Ich weiß, dass die hinten... Ich gehe mal nochmal die Bänke ab, weil es kann auch gut sein, dass ich hier unterwegs noch ein Schriftstück oder irgendwas übersehen habe. Ich habe was rechts zu mir gehört. Und ich weiß nicht, ob die Kerzen vorher gebrannt haben. So, ich nehme das Ding mal mit. Okay, gut, ist nicht nur eine Kerze. Das könnte eine Schlüssellösung schon sein. Wer weiß? Ich mach mal wieder aus. Ist das jetzt vielleicht die Ofentür gewesen? Aha! Aha! Glück muss man haben. So. Der Motor startet. Die Flammen werden geschürt. In den Wänden kann ich Dampf hören und die Luft selbst vibriert. Mein Herz kommt ins Stocken, da ich den Hebel ziehen und die Mechanismen dieses düsteren Apparats freilegen werde. Aber meine Kinder rufen mich und ich kann sie nicht im Stich lassen. Okay, das war sogar... relativ einfach. Oh. Okay. Höllenportal. Ich habe anscheinend keine andere Wahl. Und so steige ich hinab. Gott möge meiner Seele gnädig sein. Und wenn dies meine Irrenanstalt ist und ich den Matthäus geben soll, so werde ich diesen Mantel zum Wohle meiner Jungs tragen und mich den Schrecken stellen, die außerhalb des Altars liegen. Okay. Okay, da muss ich sagen, da habe ich aber sehr viel Glück gehabt, dass ich das jetzt aus Versehen mit der Hand gefunden habe. Obwohl ich der Meinung bin, wir werden mit Sicherheit noch nicht gleich unsere Kiddies finden. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Listen, Papa. Hold the actual air. You can hear the sea. Hat er jetzt eine Muschel mit dem Ei verwechselt? Kann das manchmal sein? Na toll. Oh, super.
So, die letzten Gedanken. Was ist das für eine Exhumierung? Welch Flickwerk von Körperteilen? Ich bezweifle, jemals gefunden zu werden und dennoch hinterlasse ich dir dies. Ich kritzel es im übelriechenden Halbdunkel, während mein Folterer unter mir herumschlurft und meine Mitgefangenen in die Dämmerung klagen und quieken. In der Dämmerung, Entschuldigung. Hier warte ich, bis ein Klopfen an mein Käfig mein Schicksal besiegelt. Wenn endlich ich an der Reihe bin, diese finstere Reise des Inneren anzutreten. Okay. Ich hab nix, um dich da rauszuholen. Noch nicht. Warte mal, Kollege. Sieht halt halb wie eine Krypta aus. Ruhe. Die Neuerwerbungen dürfen nicht erschreckt oder aufgeregt werden. Ja, Entschuldigung, das hätte man mir mal vorher sagen müssen. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Tut mir leid. Aber er wird bestimmt gleich wieder einschlafen. Nehme ich mal stark an. Okay, weiter hinab. Die Scheißlampe flackert. Okay. Das war nur ein Schwein. Das sollte mir ja nicht wirklich wehtun können, oder? Also. Naja. Heißt ja Machine for Pigs, aber ich glaube wohl eher, dass damit Menschen gemeint sind und nicht wirklich Schweine. Außer ich sterb hier. Okay, ich hab nichts gesagt, Wo bin ich hier? Lol. Das ist ja jetzt nicht so geil gelaufen. Und ich habe nicht mal, also ich hoffe, wir heilen, ich glaube, wir heilen wieder von selber, oder? Nein. Scheiße, wie soll ich denn da jetzt vorbeikommen? Okay, vielleicht kann das Schwein doch ein bisschen was tun. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, ob ich das irgendwie weglocken muss und dann da vorbei. Ich muss ja dran vorbei. Oder straight geradeaus. Waren wir hier schon? Ich glaube, von hier kamen wir, ne? Okay. Ich kann ja hier nicht hoch. Warte mal. Kiste oder sowas habe ich nicht. Warum kann ich das aufschieben? Also, ich weiß nicht, ob ich es da drin einsperren kann. Ich denke mal eher weniger. Achso, siehst du, ich wollte nochmal gucken, ob wir von hier aus kamen. Ich glaube schon, ja. Ja. Na gut. Ich hätte vielleicht auch nicht rumrennen sollen. Ich bin mir nicht sicher. Aber das Blöde ist halt, das Licht geht weg. Scheiße, wo war denn jetzt nochmal die Stelle gewesen? Nein! Ich bin da nicht mehr irgendwie vorbei, aber ich bin in der Sackgasse. Scheiße. Oder ist das hier fucking Labyrinth, wo ich irgendwie durch die Käfige muss? Ja, renn da mal gegen die Wand ein bisschen.
bin hier nicht richtig, ne? Scheiße, wo geht's denn hier? Wo zum Fick geht's denn hier weiter? Oh, da ist eine Tür. Bitte, bitte, bitte. Okay, Glück gehabt. Das war jetzt wirklich auch wieder Glück gehabt. Ja, manchmal muss man Glück haben. Aber okay, wir können hier doch verletzt werden. Das war nämlich die ganze Zeit so von wegen, naja, da ist ja nicht wirklich was, was mich... Achso. Das ist ja nicht wirklich was, was mich verletzen kann oder so. Das hat schon eher wieder ein bisschen was gehabt. Oh. Okay. Diesmal kenne ich das Spielchen ja. Also wenn ich irgendwas finde. Also eine Batterie. Ich schätze mal, das war eine Autobatterie. Gleich wieder rein da. Warte. Wahrscheinlich ist irgendein Truck dann wieder im Weg, ne? Die passt. Kann ich auch nicht rausnehmen. Water in the shoes. Always the water and the sparks of the embers of the wheels. It's too bony. It's too damn bony. Okay. Ich darf das halt bloß nicht wieder vergessen, ne? Wäre nicht das erste Mal. So, mein Tagebuch. Die Mandos Prophecy Company, also meine theoretisch, ne? Meine Seele schaudert, ob das Gesehene, aber wenigstens habe ich den Hauptteil der Fabrik erreicht. Nach vorne nun und dann nach unten. Ich muss diese Überschwemmung finden und das Wasser beseitigen. Wie Moses werde ich das Wasser teilen und meine kleinen Lieblinge aus seiner widerwärtigen Wiege nehmen. Ah, okay, das war jetzt so gesehen bloß Vorgeplänkel, damit wir zu unserer eigenen Fabrik kommen. Wenn ich es jetzt mal richtig interpretiere. Okay, hier komme ich nicht rein. Nach vorne und dann nach... Was hat er gesagt? Nach unten? Mal gucken. Nach vorne und dann nach unten, ja. Bevor ich da aber reingehe, ihr kennt das Spielchen hier, erstmal Licht ausmachen, ein bisschen sparen. Das muss halt zum Beispiel auch kacke sein, wenn es vernünftig... Also, wenn es eigentlich richtig spielt von der Optik her, dass es ja noch ein bisschen düsterer und so ist. Und du halt... wir haben noch einen weiten Weg vor uns, wenn das ein Anzeichen dafür sein sollte. Wenn das noch ein bisschen düsterer ist und man ständig dann kein Licht hat. These men, Professor, these so-called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break. All for that opiate, the lure of profit. These fools who lackey them, these priests, these officials, this government. They're like pigs of us all. But what solution, my dear man? How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only succor one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free our shackles and deliver them to paradise now. Paradies. Ich traue dem Ding hier irgendwie nicht. Es war wahrscheinlich bloß eine Lampe, aber trotzdem traue ich dem Ding irgendwie nicht. Okay, lass mal doch wieder... Oh ja, jetzt spinnt die Lampe rum? Ich hab die auch extra ausgemacht. Die ganze Zeit. Oha. Oh nee. Ich hätte mir das vielleicht von Anfang an nicht wünschen sollen. Ich dachte, ich kann jetzt hier ganz gechillt durch. Das Ding ist, die Lampe bringt ja eigentlich einen Scheiß. Merke ich mal gerade so. Weil jetzt habe ich auch wenigstens mal was gesehen. Das war ja vorher nicht so. Okay, das spinnt rum. Okay, hat er gesagt nach unten, aber hier geht's halt auch noch nach oben. Ah. Okay, komme ich nicht raus? Alles technischer Firlefanz. Hat uns nicht zu interessieren. Ich verstehe sowieso nicht. Ach, das ist bloß ein Zug, der vorbeifährt. Hear me,
acquire the wretches who populate this compound. The way you seek is under the pistons. When you meet the saboteur, you will understand everything. Okay. Und ich weiß ganz genau, dass ich das in ein paar Minuten wieder vergessen haben werde. Was ungünstig ist. Unter den Kolben. Oder? Siehst du, geht jetzt schon los. Jetzt, ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Halt, hier ging's. Okay, hier ging's runter. Okay, ja, toll. Ich muss auch noch da runter. Uhu.